Herzlich willkommen im neuen Garten. Ja, wir starten mit einem kleinen Gartenrundgang und ein paar Pflanzen, die ich zu dieser Zeit besonders schätze. Und da haben wir schon die erste. Lonicera purpusi, die Duftheckenkirsche. Diese kleinen Blüten verströmen einen unglaublichen Duft. Locken, wenn die Sonne dann herauskommt, sofort die Bienen und andere Insekten an und sie sind ein echter Magnet für Insekten, aber auch für unsere Nasen. Gleich daneben die nächste Duftpflanze. Viburnum burquodii, der Duftschneeball. Blüht auch ganz, ganz zeitig und ist auch für die Bienen ganz interessant und für uns auch wieder interessant. Erstens, weil er noch intensiver in der Farbe ist und weil er vor allem so zeitig blüht. Das Schöne an dieser Pflanze ist, sie braucht eigentlich keine Pflege, genauso wie die Duftheckenkirsche, wächst in jedem Boden und ist besonders beim Eingang interessant, denn wir kommen tagtäglich mit der Nase vorbei. Diese Pflanze hier, die duftet auch und ist auch ganz was Besonderes. Manchmal beginnen sich die ersten Blüten schon im Jänner zu öffnen. Das ist die Mahonie, eine ganz besondere Sorte, nämlich Winter Sun. Die hat besonders eindrucksvolle große Blüten. Später dann kommen blaue Beeren und die sind für die Vogel eine Nahrung. Jetzt aber werden demnächst die Hummeln kommen. Sobald die Sonne draußen ist, sind sie draußen. Dann daneben ebenfalls eine gelb blühende Pflanze. Und das ist wieder mal so eine typische Pflanze, wo man sich täuschen kann. Diese Pflanze heißt nämlich Winterjasmin, aber sie duftet nicht. Aber blüht und blüht und blüht. Und das Tolle an dieser Pflanze, auch erste Blüten im Jänner. Und da sieht man, die sind dann schon abgefroren, aber daneben kommen sofort wieder neue. Und das ist wirklich wie ein Wasserfall an Blüten vorm Haus, an einer Mauer. Ganz, ganz ideal, auch absolut robust, wächst eigentlich überall. So, und jetzt kommt der Liebling. Zyklamenkoom oder das Vorfrühlingsalpenfällchen. Das ist für mich die Pflanze, die wahrscheinlich am eindrucksvollsten ist. Blüht ab Jänner. Wirklich in großen Mengen. Hier habe ich ein paar neue Exemplare, die werden jetzt gepflanzt. Das Schöne dran ist, also die Blüten öffnen sich sehr, sehr früh. Sie duften nicht, muss man gleich dazu sagen, aber sie bilden unzählige Samen und diese Samen haben ein kleines Zuckeranhängsel und die Ameisen verschleppen es. Und so kommen bei mir im Garten überall diese Alpenfällchen. Ganz genau heißen sie Vorfrühlingsalpenfällchen. Blühen zeitgleich mit den Schneeglöckchen und haben ganz, ganz unterschiedliche Blattfarben und Blattformen. Dass ich ein Sammler bin, das wissen ja die meisten. Bei den Schneeglöckchen ist die Sammelleidenschaft sehr, sehr groß. So, diese Sorte hier heißt Trumps. Eine von 2000 verschiedenen Schneeglöckchensorten, die es gibt. Ja, und das ist zum Beispiel so ein Exemplar. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, genau, im September 2016 habe ich eine einzige Zwiebel gepflanzt, die war gar nicht so billig, hat gekostet um die 25 Euro und jetzt ist daraus ein großes Nest geworden. Eine wunderbare Pflanze mit ganz außergewöhnlichen Blütenblättern, so wie viele andere hier in diesem Garten. Jetzt zeige ich euch noch ein paar. Das hier ist Primrose Warburg. Und da sieht man oben, der Fruchtknoten ist ganz gelb. Wirklich eine ganz, ganz seltene und besondere Sorte. Noch so ein außergewöhnliches Schneeglöckchen, Allen Street, kommt aus England und da sieht man, die Blütenblätter sind ganz, ganz leicht hellgrün. Also ganz anders wie die anderen Schneeglöckchen. Aber es gibt auch gefüllte Formen. Starling heißt die Blüte hier. Schaut doch genial aus. Am schönsten aber sind die Schneeglöckchen dann, wenn sie wirklich weite Bereiche des Gartens einnehmen und verwildern. Hier habe ich begonnen vor vielen Jahren mit dem Pflanzen der Schneeglöckchen und jetzt sind schon einige hundert, ja vielleicht wahrscheinlich einige tausend da in den unterschiedlichsten Blütenformen. Und genauso wie bei allen anderen Pflanzen, kaum kommt die Sonne raus, sind die Bienen, die Hummeln und viele andere Insekten da. So, und noch eine Pflanze ist für mich im Garten ganz wichtig, leuchtend gelb. Der Winterling. Diese Pflanze hier wird normalerweise im Herbst gepflanzt und haben viele oft ein Problem. Man kauft nämlich so kleine, ganz vertrocknete Knollen und wenn man die setzt, dann passiert meistens nichts. Man muss sie unbedingt einen Tag lang
im Wasser einweichen und dann im Herbst erst setzen und dann beginnt sie wirklich kräftig zu wachsen und bildet diese Blüten. Und jetzt kommt's. Diese Blüten bilden Samen und die Samen streut man aus und dann dauert es etwa 2 Jahre, bis sie wieder zu blühen beginnen. Auch eine wichtige Tatsache, diese Pflanze ist ein sogenannter Frostkeimer. Die Samen brauchen einen Winter, Kälte und dann erst beginnen sie zu keimen. Also da liegen viele, viele Samen, die jetzt zu keimen beginnen und im Vorjahr abgefallen sind. Auch eine Pflanze, die für die Bienen interessant ist. Wohin man auch schaut, bei uns im Garten blüht es überall. Also haben wir wieder die Winterlinge, die Schneeglöckchen, die Zyklamen, alles beginnt jetzt zu blühen. Und das Schöne daran ist, es kommt auch schon eine Lieblingspflanze von mir, die jetzt geerntet wird. Der Bärlauch. Der Frühling ist nicht mehr aufzuhalten. Einfach köstlich. Viel Spaß beim Garteln.